Die Fiat G91 war ein einstrahliges Kampfflugzeug, das bei der Luftwaffe von 1960 bis 1982 geflogen wurde. Die Gina, wie das Flugzeug auch genannt wurde, kam ursprünglich aus Italien, wurde aber auch in Deutschland in Lizenz montiert. Die Maschine hatte ein Startgewicht von 5,5 Tonnen und eine Höchstgeschwindigkeit von gut 1000 Stundenkilometern. Konzipiert war die Fiat G91 als leichtes Erdkampfflugzeug, das heißt zur Luftnahunterstützung eigener Truppen. Daneben gab es eine Version als Aufklärer. Im Flugbetrieb erwies sich das Flugzeug als unkompliziert. Die Maschine konnte von Behelfsflugplätzen, Autobahnen und sogar von Graspisten aus abheben. Bewaffnet war die Fiat G91 mit zwei 30mm Kanonen sowie Bomben und Raketen. Insgesamt flog die Luftwaffe mehr als 400 Maschinen dieses Typs.